Das war ja mal interessant. Das ist so cool einfach nur. Und ich weiß, von wem ich mich jetzt fernhalte. Ich traue mich auch gar nicht, diesen Satz zu holen. Er wird von ungefähr 20 Millionen Termiten bevölkert. Und ich habe wenig Lust, dass sie über mich herfallen. Ja, das haben wir schon erlebt. Was ist das hier für ein Blatt? Wer weiß, wie viele Jahre der dort schon klebt. Können wir den mitnehmen? Noch etwas, was mir die Hosentasche ruiniert. Aber er nimmt es mit. Und das Schild. Ein Warnschild. Wer den Rasen betritt, dem werden die Beine abgehackt und diese dann als Statue in Beton gegossen. Keine sehr freundliche Art. Och, da habe ich aber schon bösere. Eine grüne Bank, sie sieht frisch gestrichen aus. Schilder. Ich mag diese Bänke überhaupt nicht. Wenn sie nicht frisch gestrichen wäre, würde ich mich sicher in ein altes Kaugummi setzen. Gelesen. So. Was ist das hier? Eine Ball... Ein Häcksler? Hey, ein Gerät für die Zerkleinerung von Ästen und anderen Holzresten. Cool. Dort liegen ein paar abgestorbene Äste. Sieht aus wie... Jetzt brauchen wir nur noch ein Gummi. Dann können wir die Kastanie schleudern. Das hier ist alles okay. Schau an, ein Windrad. Oh, wie schön. Nimm mit. Sowas habe ich schon immer mal haben wollen. Oh, machen wir den Kleinen sehr glücklich. Hä? Okay, der klebt immer noch Kaugummi. Schilder, kann man die alle lesen? Eines dieser vielen Warnschilder. Die Betretung des Rasens wird mit Zwangsarbeit in den römischen Besatzungszonen geahndet. Was ist besser? Keine Beine oder so Arbeit verrichten? Da steht, die Bank ist geschlossen. Bitte gehen Sie an den nächsten Schalter. Wie doof. Ach, ich wollte... Das können wir nicht, das auch nicht. Das? Da steht... Ich war hier. Was für kleine Mäuschen-Zwerge waren das? Da steht, dieser Rasen ist eine freundliche Leihgabe des Sanatoriums Schöner Herbst. Natürlich. Schildchen. Da steht, vorbeirasende Hirsche gefunden, preiswert abzugeben. Oh je. Rasenfläche. Rasen betreten verboten. Schildchen. Okay. Sonst geht hier nichts. Waldweg. Waldrand. Bambus. Ach, das haben wir eigentlich schon krass. Hä, wo liegt denn ein Bambusrohr? Ich glaube, der Weg führt zu einem Acker am Waldrand. Dann geh doch da lang. Wenigstens müssen wir jetzt keine Flugtickets mehr für irgendwas bezahlen. Oh, wieso ist das so traurig? Hey, du Gärtner. Scheint der Gärtner zu sein. Und er sieht nicht gerade glücklich aus. Ja. Der Arme hat ein Holzauge. Aber das wird wohl nicht der Grund für seine schlechte Laune sein. Vielleicht sollte ich ihn aufmuntern. Ja. Oder ihn einfach in Ruhe lassen. Nein. Wir geben ihm das Windrad, dann ist er glücklich. Guten Tag. Sind Sie hier der Gärtner? Nein, ich bin Zollbeamter der Transsibirischen Eisenbahn. Natürlich bin ich der Gärtner. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen. Darf ich mir mal Ihre Schaufel ausborgen? Warum so betrübt? Sie haben da aber schöne Handschuhe. So, ich muss weiter. Bis später, Herr Gärtner. Sagen Sie mal, was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Wie? Na, schauen Sie sich doch mal an. Sie sehen so betrübt aus. Na, schau dich doch mal um. Nichts wächst. Ich bin ein Versager. Hey, Kopf hoch. Selten so jämmerliche Gewächse gesehen. Ich will lieber über etwas anderes sprechen. Hey, Kopf hoch. Das wird schon. Glaubst du? Ja, sicher.
Sie haben da aber schöne Handschuhe. Willst du sie haben? Gerne. Hier, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe von der Gewerkschaft neue bekommen. Zum 60. Jubiläum. Oje. Der 60. von Ihnen? Oder der Gewerkschaft? Von der Gewerkschaft natürlich. Ich selbst bin ja erst 33 Jahre alt. Vielen Dank. 33 Jahre. Pff, wer's glaubt? Okay, dann nehmen wir die mal und dann reden wir ihn wieder an. Und fragen nach seiner Schaufel. Ich wollte Sie fragen, ob die Möglichkeit bestände, dass ich Ihre Schaufel für einen Moment ausleihen... Natürlich nicht. Außerdem ist das nicht nur eine einfache Schaufel. Wie keine Schaufel? Weshalb kann ich sie nicht bekommen? Warum ist das keine Schaufel? Das ist ein Erbstück von meinem Vater Wilhelm Theodor. Der wiederum hat sie von seinem Urgroßvater, dem damaligen Hofgärtner eines indischen Maharajas. Und dieser hat sie von einem französischen Kaiser bekommen. Ah, so. Das klingt einleuchtend. So, ich muss weiter. Bis später, Herr Gärtner. Tschö dann. Oh, der ist goldig. Och je. Ich will dem helfen, dass der Garten hier ein bisschen schöner ist. Diese Gewächse sehen nicht gerade gesund aus. Da fällt mir ein, ich hab den armen Chuck diese Woche noch gar nicht gegossen. Ich will dem Gärtner nicht die Hoffnung nehmen. Aber du machst doch sauber dann hier. Drin ist, was draufsteht. Saatgut. Und wenn ich das richtig sehe, sind das Samen von Erdnussstauden. Na, kein Wunder, dass hier nichts gedeiht. Wie kann man in Zürich Erdnüsse anbauen? Gar nicht, wie man sieht. Nicht, dass uns jetzt Erdnüsse in der Tasche wachsen? Ein Rechen. Dann nimm ihn mit. Du hast es falsch verstanden. Ich bin Star-Reporter und nicht Gärtner oder Taschendieb. Bild? Der Boden ist nicht gerade das, was man unter fruchtbar versteht. Ach, wir haben ja unsere Schaufel gar nicht mehr, oder? Nee. Aber wir haben genug neuen Krimskrams jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ein kleines Schäufelchen. Das nehmen wir mit. Alt, verrostet, vergammelt. Damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Wir nehmen es doch nicht mit, ich habe mich umentschieden. Edeltorf. Aber auch er lässt die Gewächse nicht wachsen. Komisch. Nehmen wir ihn mit? Im Moment brauche ich ihn nicht. Okay. Dann war es das hier wohl, fürs Erste. Was können wir denn jetzt machen? Ich habe jetzt ja auf meiner Liste auch nichts mehr stehen, weil die Gegenstände ja weg sind. Das dauert ja wieder schön lange. Ich frage mich immer noch, woran das liegt. So. Ein Zerhäcksler. Aber da können wir nichts reinschmeißen. Und wenn wir die beschmeißen... Du beliebst zu scherzen. Nö. Und wenn wir... Es ist ziemlich hart, es ekelt mich zwar an, aber die einzige Möglichkeit, es weich zu bekommen, ist wohl, es zu kauen. Bah, bitte nicht. Zack. Oh Gott, man sieht sogar in seinem Gesicht, dass er es eklig findet. Wie cool. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte das in die Dinge spannen. Denk nach, denk nach. Ich bin gerade zu irritiert. Ist das eklig? Wenigstens ist er grün. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses alte, vertrocknete Kaugummi im Mund hatte. Ich auch nicht. Es schmeckt nach Apfel, hat aber einen komischen, chemischen Nachgeschmack. Chemischen? Einige der Erdnusssamen vom Gärtner.
Simple Arbeitshandschuhe. Tja, ein Windrad erscheint mir auf den ersten Blick nutzlos, aber man kann ja nie wissen. Du wolltest doch immer sowas haben. Ein Bambusrohr. Früher hat man mit sowas eins auf die Griffel bekommen. Das sollten die Capone ja heute noch. Den könnte man vielleicht als Wünschelrute benutzen. Ach, Wünschelrute. Okay, dann nicht. Eine stachelige Kastanie. Ach, nein. Eine metallene Gießkanne. Leider hat sie ein Loch. Aber nichts zum Flicken. Aber erst will er die Handschuhe... Also, weißt du, kennst du? Die Handschuhe wollte er doch haben. Und jetzt sagt er, einfach nur simple Handschuhe. Schau den Farb. Schau ihn an. Das ist ein Farbtopf. Farbe grün. Er scheint hier schon länger zu liegen. Obwohl die Bank noch nass ist, ist die Farbe im Topf schon festgetrocknet. Muss wohl an der Luftfeuchtigkeit liegen. Hä, das macht gar keinen Sinn. Ach, vielleicht können wir den... So? Okay, das Kaugummi sollte das Loch verschließen. Yay! Okay, jetzt ist das Loch gestopft. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Aber wir können ja hier noch rübergehen. Wir können ja hier noch rübergehen. Wieso können wir da nicht rübergehen? Ein langer Wanderweg. Ganz nett, aber mir fehlt die Zeit. Okay, dann ist ja alles klar. Gut. Komm. Oh, ein Posthaufen. Ich sehe Eierschalen, Kaffeesatz, alte Äpfel und vieles mehr. Die Komposition der Gerüche erzeugt dieses unwiderstehliche Aroma, deshalb auch der Name Kompost von Komposition. Einer der wenigen Orte, die ich nie erkunden würde. Das ist so cool. Kompost von Komposition. Ach, supi. Und jetzt? Vielleicht können wir die... Ohne mich. Dann nicht. Aber das hier war doch zusammen. Das wäre nicht annähernd amüsant genug für dieses Adventure. Gut. Vielleicht können wir dem Typen die Gießkanne geben? Oh nein, jetzt dauert das wieder so lange. Oh.